Einen neuen Ton in die zuletzt angespannten Beziehungen zwischen Israel und Deutschland zu bringen, war das Ziel der Antrittsreise von Außenminister Maas. Und sie haben unsere Herzen erreicht mit den Dingen, die sie über den Holocaust und Rassismus gesagt haben. Das bewegt und inspiriert uns. Die deutsche Schuld am Holocaust und die Verantwortung standen klar im Mittelpunkt des Besuchs, der heute Morgen mit einem Treffen mit Überlebenden begann. Dass Maas außerdem schon bei seinem Amtsantritt erklärt hatte, wegen Auschwitz in die Politik gegangen zu sein, ist in Israel sehr wohlwollend registriert worden. Und ich glaube, dass wir in den Zielvorstellungen nahezu überall übereinstimmen. Es durchaus Unterschiede gibt auf dem Weg dahin, aber der Platz Deutschlands wird bei all diesen Fragen immer an der Seite Israels sein. Über die unterschiedlichen Auffassungen könne man in aller Freundschaft reden, vor allem über das internationale Atomabkommen mit dem Iran sowie die Zwei-Staaten-Lösung. An beidem will Deutschland im Gegensatz zu Israel festhalten. Zuvor hatte sich Maas in Ramallah mit Palästinenserpräsident Abbas an dessen 83. Geburtstag getroffen und ihn aufgefordert, keine Brücken zu den USA abzubrechen, trotz der Entscheidung von Präsident Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. Deutschland und die EU stünden weiter als Vermittler bereit. Er stelle aber fest, so Maas wörtlich, dass es nicht leichter geworden sei, eine Zwei-Staaten-Lösung zu realisieren.